Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich habe mal wieder die Kamera mit in den Stall genommen und für euch ein, finde ich, ziemlich cooles Video gedreht. Patrick war auch mit dabei. Für alle, die aber sowas wie diese One Week with Me mal wieder gerne hätten, weil das wird ja nun sehr häufig gefragt, einfach Vlogkamera nehmen, ganz egal, ob die Qualität hundertprozentig stimmt, aber einfach quasi live dabei. Der wird diesen Monat auf jeden Fall noch auf seine Kosten kommen, denn wir werden euch die Tage vor Weihnachten noch ein bisschen versüßen. Genaue Infos gibt es noch dazu, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein paar Vlogs freuen. Jetzt komme ich zu meinem Video gleich. Kurze Anmerkung, eigentlich wollte ich auch noch Sammy reiten an dem Tag, nur leider hatte sie einen ihrer schlechten Tage, die Gott sei Dank, toi toi toi, nur noch ganz selten vorkommen. Deswegen kommt sie in diesem Video jetzt nicht vor, aber ich werde euch auf jeden Fall das nochmal drehen mit dem Halsring reiten und wie ich das trainiere, denn ich habe ziemlich viel Interesse daran gefunden. Also es macht mir wirklich Spaß und ich glaube, Sammy hatte auch ziemlich viel Freude dran. Dafür zeige ich euch ein paar Reitsequenzen von Carlsson und Holly und auch mal ein bisschen am Stück, damit ihr das mal im Fluss sehen könnt und ich hoffe, es gefällt euch und jetzt geht das Video los. Bleibt aber bis zum Schluss dran, denn da habe ich noch ein paar Infos für euch. Ach ja, und die Gewinner aus meiner letzten Adventsverlosung für das süße Pferdchen und die Putztasche stehen unten in der Infobox. Und leider musste ich, beziehungsweise euer Glück, nochmal die Shoppingtour neu verlosen, denn das Mädchen hat sich leider nicht mehr gemeldet, beziehungsweise nicht mehr auf die E-Mails reagiert. Warum, weshalb, wieso, weiß ich leider nicht. Nur da wir heute schon Mittwoch haben, muss ich dann umplanen und ich habe eine neue Gewinnerin gezogen. Auch die steht jetzt unten in der Infobox und bitte, bitte meldet euch bei mir. Jetzt geht's wirklich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Na, Kalzi? Nicht das Mikrofon aus. Wir sind jetzt im Stall angekommen und Holly und Sammy, die stehen schon draußen. Da gehen wir jetzt gleich erstmal hin, weil ich gleich erst mit den Jungs was mache und deswegen sind die Mädels erst rausgekommen. Da mich die Frage jetzt auch schon öfter erreicht hat, ob ich meine Pferde auch bei Frost rausstelle, wie ihr seht, mache ich das, weil natürlich, es kann immer was passieren, auch mit diesem gefrorenen Boden können die umknicken. Ich bin aber der Meinung, wenn die das gewöhnt sind, dann passiert es auch nicht. Und wenn sie wirklich jetzt im Winter über in der Box bleiben und dann Boxenkollaps kriegen, Bewegungsmangel haben und da in die Wände treten, kann das genauso gefährlich ausgehen. Deswegen dürfen meine Pferde eben auch bei Frost raus. Sag mal, weinst du oder ist es der Regen? Patrick, es ist Tauwasser. Oh,
Ich bin jetzt schon 10 Minuten Schritt geritten, während Patrick gerade die Pferde getauscht hat. Und jetzt geht's los und dann mal gucken, was Karlsson heute zu den Trabstangen sagt, weil eigentlich stellen wir uns immer ein bisschen paddelig an. Karlsson und ich haben zwei Probleme, in denen wir uns nicht unbedingt ergänzen. Ich bin auf einer Hand total unausbalanciert. Werde jetzt aber auch noch, zudem, dass ich auch beim Orthopäden war, mir noch ein bisschen Sitzschulung oder sowas raussuchen. Und er ist in sich immer sehr instabil, so ein bisschen am Schwanken. Gerade rechtsrum fällt es ihm dann noch schwerer und ich kann ihn dann da auch nicht so gut unterstützen. Deswegen habe ich mir jetzt heute auch Trabstangen hingelegt. Das mache ich immer mal wieder, da ist er nämlich auch gezwungen, sich selber auszubalancieren, gerade wenn man ein paar Stangen mehr hintereinander legt. Karlsson ist nämlich jemand, der sich gerne einrollt. Oft sieht das so aus, als würde ich ihn dann sehr eng und sehr tief reiten wollen. Aber er bietet das halt so an und ich muss immer versuchen, ihn wieder mit der Nase vorzubekommen und ihn mehr an die Senkrechte zu bekommen. So, wenn ich dann 5 Minuten getrappt bin, dann nehme ich die Zügel schon mal ein bisschen mehr auf. Fange schon an, ihn ein bisschen mehr wieder zu versammeln und da seht ihr jetzt schon, dass er anfängt, sich da unten so ein bisschen wegzustrecken. Das ist jetzt heute aber nicht primär die Aufgabe. Das ist etwas, wo wir auch schon lange dran arbeiten. Es gibt immer Tage, wo er sich wieder mehr einrollt. Heute geht es mehr um unsere gemeinsame Balance und darauf konzentriere ich mich. Natürlich versuche ich ihn immer wieder ein bisschen hochzuholen, dass er sich dann nicht komplett wegduckt. Aber es ist auch schwierig, an allen Baustellen an einem Tag zu arbeiten. Zumindest bin ich der Meinung, dass man seine Aufgaben im Blick haben sollte, aber nicht immer krampfhaft jeden Tag an allem arbeiten wollen. Und hier fängt er dann auch wieder an, sich wegzuducken. Jetzt wird er gerade ein bisschen maulig. Das ist gerade alles, er findet gerade alles irgendwie ein bisschen doof. Jetzt wird er auch ein bisschen schnell auf die Stangen zu, weil ihm die Arbeit nicht so gut gefällt. Dann mache ich einen Handwechsel und dann mache ich das Ganze auf der anderen Hand. Da wird gleich die Schwierigkeit sein, dass ich ihn aus der Ecke komme, direkt auf unserer schlechten Hand, wo er mir dann schwanken wird und ich ihn aber schnell gerade kriegen muss. Das ist auch etwas, was wir im Parcours immer ein bisschen, unsere Probleme haben, da ich ihn einfach nicht so schnell wieder gerade bekomme und dadurch dann Fehler am Sprung entstehen. Das Ganze machen wir noch einmal. Leider kann ich euch keine Wiederholung zeigen, denn aus einem mir unerklärlichen Grund ist eine einzige Datei auf meiner SD-Karte defekt gewesen, beschädigt gewesen. Und zwar die zweite Hälfte von dem Training mit Karlsson. Ich habe es heute Morgen schon beim Schneiden auf Snapchat gezeigt. Ich weiß nicht wieso, ich habe alles Mögliche versucht, die Datei zu retten. Es war nicht möglich, daher kann ich euch von Karlsson jetzt leider nichts mehr zeigen. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und jetzt geht's mit dem Video weiter. Deine Kappe kriegst du auch nicht mehr ab, ne? Nein, wegen dem Tauwasser. Ach so. Das ist eine Regenkappe, oder was? Ja. So. Weil jetzt bin ich ja auch noch höher und noch dichter am Wasser. Ach so, weil das Wasser kommt nur von oben, oder was? Ja, okay. Früher hast du deine Kappe nie getragen. Nein, da war ich auch ziemlich fahrlässig. Fahrlässig warst du? Ja, ich war fahrlässig, um die Kappe zu reiten. Grob fahrlässig. Sehr grob fahrlässig. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach auf und vergesse ich auch nicht. Ach so. Schlau, ne? Mhm. Hallo, du bist einfach zu groß. Oder du bist zu klein. We'll be right back.
Schulen her. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. So, Saskia, nimmst du mal die Decke ab? Ja, genau, schön die Decke abnehmen, das ist richtig, wie ich dir das sage. So, hast du genug Schritt geritten? Ja, das ist gut. Ja, dann hau mal rein in die Trompete da. Mach doch mal ein bisschen Gas unter den Ofen. Gas geben da. Zweiten Gang rein. Kupplung langsam kommen lassen. Ja. Ich habe langsam gesagt, ne? Nicht so schleifen lassen, die Kupplung. Das ist eine schöne Anlehnung, ja, sieht gut aus. Jetzt fahren wir mal über die Rüttelstreifen. Geh mal ein bisschen schneller. Ohne Scheißen bitte. Ah.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch ein bisschen was so aus meinem Training zu sehen. An diesem Tag ging es wirklich um die Balance, daher war sowas wie Anlehnung und Versammlung jetzt nicht primär wichtig. Ich bin generell sowieso der Meinung, man sollte nicht versuchen, jeden Tag an einer Sache oder an allen Sachen gleichzeitig zu üben und das dann am besten wochenlang durchzuziehen. Ich glaube, man macht sich die Pferde ordentlich sauer damit. Deswegen versuche ich immer mal, ja, so ein bisschen Abwechslung ins Programm zu kriegen. Mal arbeite ich verstärkt an der Versammlung, dann um ein bisschen wieder die Pferde locker zu kriegen, geht es mir dann wieder um die Balance, ein bisschen vorwärts, abwärts. Und so versuche ich einfach, meine Pferde bei Laune zu halten. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg und Holly muss ja auch noch viel mehr Kraft bekommen, um sich wirklich auch tragen zu können. Jetzt möchte ich euch noch daran erinnern, dass ich ja auf der Pferd und Jagd bin am Wochenende, Samstag um 12.30 Uhr in der Halle 25 beim Blogger-Treffen. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch kommen und ich euch mal in echt kennenlernen kann. Und dann werde ich aber auch Sonntag noch da sein in der Halle 24, das ist direkt daneben diese kleine Country-Halle, am Stand von Princess and Queens. Und da erkennt ihr den Stand schon an den Glitzer-Hoodies, die ich gerne trage. Ich werde dann um 12 Uhr da sein und nehme mir einfach so viel Zeit, wie wir brauchen. Und die Frage kam ja auch schon öfter, ob ich in Frankfurt beim Festhallenturnier sein werde. Und ja, ich werde da sein. Und zwar ganze 4 Tage. Ich werde nämlich von Donnerstag bis Sonntag da sein. Auch da wird es verschiedene Treffpunkte, Termine, Zeiten geben. Und die werde ich euch auch noch Anfang nächster Woche spätestens bekannt geben. Nochmal Werbung in eigener Sache. Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei, denn da habe ich in letzter Zeit viel dran gearbeitet. Auch heute ist noch ein Blogbeitrag dazu online gegangen, was ich so für Themen auf meinem Blog und auch in meinen Videos behandle und warum ich das Ganze mache. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und vergesst dann bloß nicht, ganz unten ist immer ein Newsletter-Formular. Da müsst ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und dann auf Jetzt abonnieren drücken. Dann kann ich euch per Mail immer mitteilen, wenn irgendwas auf meinem Blog passiert. Das war's dann jetzt wirklich. Vergesst nicht, Samstag und Sonntag kommen neue Videos hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns hoffentlich dann auch auf der Pferd und Jagd. Bis dann. Tschüss.